Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, hat Ingeborg Bachmann einmal treffend gesagt. Adenauer hat Westdeutschland aus einem Trümmerfeld wieder aufgebaut und an die Weltspitze geführt. Merkel hat Deutschland wieder in ein Trümmerfeld verwandelt und führt uns in den Niedergang. Aber Deutschland wird Merkel überleben. Es wird neue politische Mehrheiten geben, so wie jetzt gerade in Sachsen-Anhalt. Und deshalb haben wir jetzt einen besonderen Winter und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Hallo und grüezi. Ingeborg Bachmann war eine österreichische Lyrikerin und für 4 Jahre Lebenspartnerin von Max Frisch und hat, wie eingangs von Alice Weidel bemerkt, von der Zumutbarkeit der Wahrheit gesprochen. Bachmann ist an der Wahrheit der verlorenen Liebe zu Frisch zerbrochen. Genau das Verkraften der zumutbaren Wahrheit, das wir in der Vergangenheit beim erwachsenen Menschen oder in einer reifen Gesellschaft erwarten durften, hat sich im Nirvana des linken Gutmenschentums in nichts aufgelöst und eine Welt geschaffen, in der wir nicht gut und gerne leben möchten. Aber mit einigen Kniebeugen und etwas Klatschen wird's schon werden. Der CDU-Politiker, Landesvater, Rosenliebhaber und Macher Konrad Adenauer ließ sich von seinen Prinzipien leiten und war in vieler Hinsicht ein Segen für die junge Bundesrepublik Deutschland. Große Politik eben. Der von Merkel zelebrierte Multilateralismus und mitinitiierte Multikulturalismus hält wahrlich einem Vergleich nicht stand. Dies wurde von Beatrix von Storch in ihrem messerscharfen Trümmerfeldvergleich auf den Punkt gebracht. Wir leben wahrlich in einer surrealen Welt, in der es seit dem 9. Dezember 2020 unter Androhung von Video- oder Kanallöschung verboten ist, auf dieser Plattform über die US-Wahlen aufklärend zu berichten. Dem Tell wurden bereits vor 4 Monaten die Werbung entzogen, die Reichweite eingeschränkt und viele Abonnenten erhalten keine Nachricht mehr über neue Videos vom Tell. Vom Tell behandelte Themen wie Trump, China-Virus, WEF, Klaus Schwab, China, Salvini, Orban, Massenmigration, Merkel, EU, Sommerhuga und viele mehr sind mittlerweile alles heiße Eisen. Und die Rohdaten der Plattform, dieser Plattformstatistik, zeigen enorme, in dieser Form noch nie dagewesene Einschränkungen der Reichweite. Einige Videos werden komplett abgewürgt. Es geht darum, die Unbequemen und Andersdenkenden in Echokammern einzupferchen und möglichst keine neuen Zuschauer mit gefährlichem Gedankengut aus ihrem selbstgewählten Tiefschlaf aufzuwecken. Den Algorithmen sei Dank. Die Orwell 1984 Endphase scheint erreicht. Umstrittene Organisationen wie diese Plattform, WEF, WHO, CNN oder die EU legen fest, was angeblich die Wahrheit ist. Was der offiziellen Wahrheit widerspricht, wird ganz offiziell verboten und oder gelöscht. Die Wahrheit ist dem heutigen Bürger nicht mehr zumutbar, denn viele würden daran zerbrechen. Darum und solange es noch geht, wollen wir nun 2 starke Frauen zu Wort kommen lassen. Zuerst Alice Weidel,
Co-Fraktionsvorsitzende der AfD, die letzten Mittwoch während der Generalaussprache zur Regierungspolitik im Bundestag mit 15 Jahren Merkel-Kanzlerschaft abgerechnet hat. Beatrix von Storch, stellvertretende Bundessprecherin der AfD, spricht danach 4 Minuten Tacheles und lässt gewisse Bundestagsprobanden der Schnappatmung anheimfallen, da das Zeugnis für Merkel alles andere als gut ausfiel. Aber hört selber. Vielleicht ist dieser Haushalt ja tatsächlich der letzte, den eine von Ihnen, Frau Bundeskanzlerin, geführte Bundesregierung vorlegt. Dem Land und seinen Bürgern wäre das zu wünschen. Die Frage ist nur, wie viel Unheil wollen Sie in Ihrer verbleibenden Amtszeit noch anrichten? Auch nach einem Dreivierteljahr stochern Sie immer noch im Nebel und klammern sich an die untaugliche Holzhammermethode Lockdown, die mehr Kollateralschäden anrichtet als Nutzen im Kampf gegen das Coronavirus zu bringen. Statt das Gebotene zu tun und gezielt die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen zu schützen, sperren Sie die Bürger ein, vernichten Existenzen, treiben ganze Branchen in den Ruin und versuchen bis an den Wohnzimmertisch in das Privatleben der Bürger hinein zu regieren. So kann es nicht weitergehen. Der Staat kann auch nicht unbegrenzt Betriebe, die faktisch mit Berufsverbot belegt wurden, auf Kosten der Steuerzahler entschädigen. Das sagen Sie ja sogar selbst. Alle paar Wochen maß sich Ihre von der Verfassung nicht vorgesehenen Kungelrunde mit dem Ministerpräsidenten an, neue widersprüchliche und übergriffige Maßnahmen zu verhängen. Obendrauf haben Sie noch mit einem fragwürdigen, euphemistisch als Bevölkerungsschutzgesetz ausgegebenen Konstrukt einen Blankoscheck ausstellen lassen, um das Parlament zu umgehen. Bürger, die gegen Ihre Maßnahmenpolitik protestieren, werden als Extremisten diffamiert, mit dem Verfassungsschutz bedroht und mit Wasserwerfern und Polizeigewalt auseinandergetrieben. Sie sind es, Frau Bundeskanzlerin, die dieses Land und diese Gesellschaft spalten. Gelenkte Wirtschaft und Demokratie, ein verarmter Mittelstand aus hinters Licht geführten Selbstständigen und Gewerbetreibenden, eingeschüchterte Bürger, das ist das Ergebnis Ihrer Politik. Am Horizont ziehen Massenarbeitslosigkeit und bislang nicht gekannte Pleitewellen auf. Dazu kommt ein abnorm hoher Schuldenberg. Diese Bilanz allein dürfte schon reichen, um Ihre Kanzlerschaft als katastrophal in die Geschichte eingehen zu lassen. Aber das ist nur der Gipfel. Die schwersten Grundrechtseingriffe seit Bestehen der deutschen Nachkriegsdemokratie, die Sie zu verantworten haben, reihen sich nahtlos an die 3 fundamentalen Rechtsbrüche, die auf immer mit Ihren Regierungsjahren verbunden bleiben werden. Erstens die Transformation der Währungsunion in eine Haftungs- und Schuldenunion. Zweitens die Industrialisierung und Wohlstandsvernichtung durch Energiewende, Autowende, Kohle- und Atomausstieg. Drittens die unkontrollierte Einwanderung unter Missbrauch des Asylrechts. Nach 15 Merkel-Jahren ist Deutschland ein Land, das seine Grenzen nicht gegen illegale Einwanderung schützen will, aber seine Bürger mit Ausgangssperren überzieht und Heerscharen von Polizisten zur Kontrolle der Maskenpflicht im Zugverkehr abkommandiert. Bürger und Unternehmen bezahlen für diese wirtschaftspolitische Kakophonie mit den höchsten Energiepreisen, Steuer- und Abgabenlasten aller Industrieländer. Obwohl die Deutschen am Privatvermögen und Rentenniveau weit hinter den meisten Euro-Ländern zurückliegen, dürfen sie demnächst für weitere Milliardentransfers in die südlichen Krisenstaaten zahlen. Hinter dem Vorhang der Corona-Krise haben Sie nämlich auch das Verbot der Vergemeinschaftung von Staatsschulden weiter aufgebrochen. Die Eurobonds heißen jetzt Corona-Wiederaufbaufonds. Radikal-Linke, da höre ich nämlich schon richtig, radikal-linke Ideologien wie Gender-Mainstreaming oder der kommunistische Kampfbegriff Antifaschismus sind in den Mainstream gerückt, während Konformismus und Gesinnungsdruck, sozialistischer Irrglaube und planwirtschaftlicher Wahn eine absurde Wiederauferstehung erleben. Auch das gehört zur fatalen Bilanz Ihrer Regierungszeit. In der Tat, Frau Merkel, Sie sind die beste Kanzlerin, die Grüne und Linke je hatten. Die Begeisterung, die man von Ihnen dort entgegenbringt, ist der beste Beleg. Und es schmerzt mich, was aus diesem Land geworden ist. Frau Merkel, kommen Sie heraus aus Ihrem geistigen Wandlitz.
Blicken Sie über den Tellerrand Ihres Kanzleramts, das Sie in schwersten Krisenzeiten für 600 Millionen Euro vergrößern wollen, und schauen Sie sich an, wie es wirklich aussieht in diesem Land. Hören Sie damit auf, sich in Ihrer Filterblase aus politischen Ja-Sagern und medialen Schmeichlern das eigene Versagen schönzureden und sich für Ihre Irrtümer auch noch feiern zu lassen. Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, hat Ingeborg Bachmann einmal treffend gesagt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dieses Land kann Sie und Ihre Politik nicht mehr lange aushalten. Ich bedanke mich. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wir sprechen über den Etat von Kanzlerin Merkel und dem Kanzleramt. Ein Blick zurück. Das Kanzleramt hatte unter Konrad Adenauer 120 Mitarbeiter. Adenauers Bilanz: Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft und Vollbeschäftigung, Westbindung und die Aufnahme Deutschlands in die NATO, die Gründung der EWG, die Rückkehr der Kriegsgefangenen, der Aufbau der Bundeswehr, die Versorgung von Millionen deutscher Vertriebenen aus dem Osten. Bei Merkels Amtsantritt hatte das Kanzleramt bereits knapp viermal so viele Mitarbeiter wie unter Adenauer. Das hat Merkel dann noch um 60% aufgestockt auf 750 Mitarbeiter. Die Bilanz verheerend. Erstens Eurozone. Maastricht-Verträge außer Kraft. Deutschland haftet für die Schulden der Eurozone. Verschuldungsverbot der EU mit Zustimmung von Merkel aufgehoben. Niedrigzinspolitik vernichtet deutsche Sparguthaben. Verlust für die Sparer zwischen 2010 und 2019 allein 649 Milliarden Euro. Zweitens Europa. Die Briten haben die EU fluchtartig verlassen. Ausschlag gab Merkels Flüchtlingspolitik. Rest EU gespalten wie noch nie über Merkels Flüchtlingspolitik. Energiewende. Keine Kernkraft, keine Kohle. Dafür deutsche Landschaft zugespargelt. Stromkosten seit 2000 um 120% gestiegen. Stromkosten für Privathaushalte ein Drittel höher als in Frankreich. Fazit des Wall Street Journal: die dümmste Energiepolitik der Welt. Viertens Sicherheit. Die Bundeswehr nicht mehr einsatzbereit. Deutschland das Gespött der ganzen NATO. Deutsche Grenzen offen wie Scheunentore. Folge: Deutschland ist abhängig von der Türkei. Erdogan erpresst uns die totale Unterwerfung. Fünftens Digitalisierung. Komplett verschlafen. Langsamstes Internet in Europa. Und nicht nur das, selbst Kolumbien hat mehr Glasfaser als wir. Wir sind Bummelletzter, sagt die Kanzlerin. Das klingt niedlich, aber es ist nicht niedlich. Es ist eine Katastrophe für unsere Zukunft. Und die Merkel-Bilanz für Deutschland: wir sind eine kunterbunte Republik geworden, mit über 600 islamischen Gefährdern, mit über 75.000 Gewaltdelikten und Sexualverbrechen durch Merkels illegale Asylzuwanderer, mit 250.000 ausreisepflichtigen Personen, die nicht abgeschoben werden. Der Magnet bleibt scharf gestellt. Corona-Gefährder dürfen weiter unkontrolliert rein, aber Gesunde sollen nicht mehr aus dem Haus. Das Wort Ausreisesperren zirkulierte. Erst waren Masken Virenschleudern. Jetzt sollen sie Bürger selbst im Freien Masken tragen. Deutschland ein reiches Land? Die Deutschen sind weniger vermögend als Italiener, Franzosen, Spanier, Malteser oder Zyprioten. Und wir haben die niedrigste Eigenheimquote in der EU. Spitzenreiter sind wir nur bei Steuern und Sozialabgaben. 3,8 Millionen Hartz-IV-Empfänger und die Hälfte hat Migrationshintergrund. 270.000 Deutsche wanderten 2019 aus. Hochqualifizierte, attraktiv sind wir nur noch für die Geringqualifizierten aus aller Welt. Stattdessen hat Merkel eingeführt den Doppelpass für alle, die Ehe für alle, das dritte Geschlecht, Genderlehrstühle, Frauenquote, Netz.dg und Internetzensur, ein Antidiskriminierungsgesetz und eine Islamkonferenz mit Fundamentalisten. Adenauer hat Westdeutschland aus einem Trümmerfeld wieder aufgebaut und an die Weltspitze geführt. Merkel hat Deutschland wieder in ein Trümmerfeld verwandelt und führt uns in den Niedergang. Aber Deutschland wird Merkel überleben. Es wird neue politische Mehrheiten geben, so wie jetzt gerade in Sachsen-Anhalt. Wir werden Merkels politisches Erbe abwickeln und Deutschland wieder aufbauen. Dafür steht die AfD. Vielen Dank. Also, anstelle von Kniebeugen schlägt der Tell vor, sich vor diesen zwei mutigen AfD-Frauen zu verneigen, und anstelle von Händeklatschen zum Händewärmen sollten eigentlich stehende Ovationen folgen.
Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Wieder nicht zugehört, wieder nichts verstanden. Hoffnungsloser Fall. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Ihr könnt die Arbeit von Tell durch eine PayPal-Spende oder ein ExpressVPN-Abo unterstützen. Ich freue mich auch über euren Daumen hoch, wenn ihr dieses Video teilt und den Tell the True Swiss-Kanal abonniert. Bitte vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr kein neues Tell the True Swiss-Video verpasst. Vielen Dank und trotzdem eine schöne Adventszeit!